Hi, ich bin Tommy. Hi, ich bin Vic. Hi, ich bin Yannick und zusammen sind wir die Schulwitzbrüder. Ich bin Yannick, der Spatz. Ich nehme am liebsten gar keine Sache mit zu den Shows, weil ich die auch von Vic oder Tommy ausleihen kann. Im Gegensatz zu Vic und Tommy besitze ich die Superkraft, immer und überall in jeder Position und Situation einschlafen zu können. Ich kann am besten kochen und Fußball spielen von uns dreien. Ja, Yannick, wer glaubst du denn hat diesen tollen Text über dich geschrieben? Ja, Vic und Tommy, denke ich mal, fürchtig. Ich durfte mal kein Ausleihen oder kein Ausdenken für die, oder? Nein. Na, das toll. Durfte nur Tommy für euch machen. Danke, Würstchen. Und was ist davon jetzt die Wahrheit? Dass ich am besten kochen und Fußball spielen kann. Okay, das mit dem Einschlafen stimmt auch. Ich bin ja ehrlich gesagt ganz froh, ein bisschen vergesslich bist du auch, dass du nicht unseren Dreh verpeilt hast, dass wir jetzt da heute bei euch zu Gast sein dürfen. Vielen Dank. Danke auch. Das Fußballtalent, woher kommt das denn? Ich glaube, bis ich 16 Jahre war, habe ich sehr intensiv Fußball gespielt, war auch mal in so einer Auswahl sogar, so einer Landesauswahl. Aber irgendwann hat sich die Mannschaft dann aufgelöst und dann habe ich auf meiner ersten deutschen Meisterschaft, das war dabei 2006, teilgenommen. Und ab da habe ich mich dann fürs Voltigieren und gegens Fußballspiel entschieden. Also hast du quasi den Fußball gegen das Voltigierpferd getauscht? Sozusagen, ja. Yannick, wer hat dich denn vom Voltigieren überzeugt? Vom Voltigieren hat mich damals früher meine Mutter überzeugt und dahin gebracht, beziehungsweise ich sag mal so ein bisschen hingezerrt, weil ich früher anfangs noch nicht so ganz davon überzeugt war. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Ich war noch klein, dieses Voltigieren auf dem Pferd hat mich schon immer fasziniert, aber dieses Drumherum, zumindest als ich klein war, hat mich nicht so fasziniert. Was für ein Pferd brauche ich zum Voltigieren? Am besten so ein Beluga. Also es sollte natürlich im Wettkampf gelassen sein, es sollte gleichmäßig galoppieren, also dass es gemütlich zu turnen ist. Das sind so eigentlich die wichtigsten Faktoren. Wie ist denn Beluga so? Beluga ist ein sehr zuverlässiges, ein sehr gemütliches, ein sehr treues, aber vor allem auch ein Pferd mit einem sehr hohen Bewegungsdrang. Und ich glaube, den kann er hier sehr gut ausleben, oder? Das stimmt. Er wohnt hier in einem Aktivstall, kann sich also jederzeit frei bewegen, wann immer er möchte. Und das kommt ihm sehr zugute und hier fühlt er sich einfach sehr wohl. Der Aktivstall funktioniert so, dass die Pferde da in einer Herde von so 10 bis 15 Pferden leben, auf mehreren hundert Quadratmetern. Vom Frühjahr bis Herbst kommen die auch auf eine extra, ich glaube, 2 Hektar große Wiese. Und die Futterversorgung läuft so, dass die ein Halsband haben mit einem Chip. Und dann gibt es da so extra Boxen, wo die hingehen können und dann sich ihr Futter selbstständig auf das jeweilige Pferd zugeschnittene Portion abholen können. Wie ist Dark Beluga so in der Herde? Ist er der Boss oder eher der Zurückhaltende? Also in der Herde ist Dark Beluga der Chef. Wie ist er dann im Umgang mit dem Menschen, also in dem Fall mit dir? Der Beluga ist im Umgang mit mir, würde ich sagen, sehr lieb. Manchmal ist er auch sehr dickköpfig, gerade wenn er seine Bewegung haben möchte oder seinen Auslauf. Ansonsten ist er wirklich ein sehr liebes, äußerst zuverlässiges Pferd und ein treuer Partner. Wenn ich an Beluga denke, dann denke ich in erster Linie an etwas wie zu Hause. Man fühlt sich wohl bei ihm und beim Voltigieren auf ihm, seine Zuverlässigkeit, seine Treue. Ein bisschen wie zu Hause im Sofa. Der Erfolg, der uns am meisten geprägt hat, sind, denke ich, die Weltreiterspiele in Trial in 2018. Da konnten wir zusammen die Goldmedaille im Team gewinnen und die Einzelmedaille in der Einzelherrenwertung. Das war so das prägendste Ereignis für uns beide. Also sowohl die Einzelmedaille als auch die Teammedaille haben für mich eine Riesenbedeutung. Das sind wahrscheinlich meine beiden größten Erfolge. Ich würde sagen, die silberne
Einzelmedaille hat noch ein bisschen höheren Wert für mich, weil da hat man wirklich, ja, kommt es nur auf uns, auf unser Gespann drauf an. Wenn ihr dann zusammen voltigiert, welche ist denn deine absolute Lieblingsübung und welche geht gar nicht? Also meine absolute Lieblingsübung in der Kür sind immer die Bodensprünge. Besonders der einarmige Radboden Ton nach außen ist meine Lieblingsübung. Warum? Weil die hat schon mal wer gemacht, aber ich würde sagen, nicht so gut. Und meine absolute Hassübung ist die Technikrolle. Da beiße ich mir schon seit Jahren so ein bisschen die Zähne bei raus. Aber dieses Jahr bin ich da schon auf einem besseren Weg. Was nervt dich daran? Ich krieg's aber nicht hin. Jetzt seid ihr ja nicht nur zu zweit, sondern es gibt noch eine sehr wichtige dritte Person, eure Longenführerin. Warum ist die so wichtig? Na, die Longenführerin und Besitzerin und auch Trainerin von mir, die Barbara Rosino, ist im Prinzip auch so eine Schnittstelle zwischen uns. Gerade im Wettkampf ist sie dafür da oder maßgeblich dafür da, dass Beluga da zuverlässig die Routen läuft und das Tempo beibehält und das richtige Tempo hat. Da kann ich dann auf während des Voltigierens wirklich sehr wenig Rücksicht nehmen. Ich versuche dann, ihn so wenig wie möglich zu stören mit seiner Galoppade und so viel wie möglich in Harmonie mit ihm zu sein. Aber ich habe sonst wenig Einfluss auf ihn und da ist der Einfluss zu 100% sonst bei Barbara. Unsere erste Archivaufnahme ist von euch, die Deutsche Jugendmeisterschaft 2010. Da war Lars Hansen euer Trainer. Welche Erinnerungen hast du noch an diesen Wettkampf? Also es fing an, die war direkt nach den Europameisterschaften und man ist nach der EM meist immer schon relativ müde und platt, sodass die Vorfreude nicht so groß war. Wir haben auch noch auf ein anderes Pferd gewechselt, auf den Schimmel. Das war ein sehr großer Schimmel, die Galoppade war Gandhi. Genau, Gandhi war jetzt für uns nicht so einfach und wir hatten nur ein oder zwei Trainings. Und die Trainings waren wirklich furchtbar vorher und dementsprechend hatte ich ehrlicherweise sehr wenig Lust auf diese deutsche Meisterschaft. Leider. Du bist tatsächlich am Ende deutscher Meister geworden. Die Wettkämpfe liefen für mich ja, also viel besser als erwartet. Für Tommy nicht so. Und ich muss auch dazu sagen, da gibt es ein Video von Tommy, von der Kür, wo er echt sehr viele Fehler macht. Und wenn es mir manchmal nicht so gut geht, dann gucke ich mir das Video an und dann muss ich eigentlich immer lachen, weil er da so ein paar echt witzige Aktionen gebracht hat. Vielen Dank, Yannick. Ich habe ungefähr dieselben Fragen auch Tommy in Köln gestellt. Den haben wir nämlich vorab besucht und da schauen wir jetzt mal drauf. Hi Tommy, cool, dass wir bei dir hier in Köln zu Gast sein dürfen. Unsere allererste Archivaufnahme von euch ist aus 2010, Deutsche Jugendmeisterschaften. Das ist lange her, das war in Junior Deutsche in Aachen. Und ich erinnere mich auch noch an einen relativ schlechten Durchgang von mir. Bin ich, glaube ich, sogar einmal gestürzt. Deswegen bin ich Dritter geworden, hat mir dann auch ganz gut Punkte gekostet. Ja, ich kann sagen, ist Yannicks Lieblingsrunde von mir. Scheiße, ey, danke. War auch trotzdem ein cooles Erlebnis, weil ich halt mit Yannick und Torben da gleichzeitig einlaufen konnte. Jetzt ist es ja heutzutage auch noch so, dass ihr oft noch gegeneinander voltigiert. Ist Konkurrenz für euch ein Thema? Natürlich sind wir irgendwo auf dem Papier Konkurrenten, was aber tatsächlich auch jetzt nicht schlecht für unsere Leistung ist, ne? Beziehungsweise auch für die Motivation. Ist das ehrlich gesagt mehr so ein positiver Aspekt, der einen da ehrlich gesagt ein bisschen pusht, ein bisschen mehr zu tun, weil man sieht, ah, okay, der ist gerade relativ fit, dann machst du doch nochmal den ein oder anderen Liegestütz mehr, ne? Dich haben ja in deiner Karriere diverse Pferde geprägt, aber einer, glaube ich, ganz besonders, Airbus. Der ist dieses Jahr im Alter von 29 Jahren verstorben. Was ist das Erste, woran du denken musst, wenn du ja, an Jumbo denkst? Also das Erste, woran ich denken muss, wenn ich an Jumbo denke, dann ist das so ein Riesenpferd mit so einem wunderschönen Kopf, der frech reinblickt und am Fressen ist oder aus dem Fenster guckt, tatsächlich.
Also die absolute Stärke von Jumbo war definitiv seine Nervenstärke. Also der war ein absolutes Verlasspferd. Egal, was da irgendwie im Publikum los ist oder wie die Atmosphäre ist, ob die Halle proppenvoll ist, das hat den überhaupt nicht gestört. Das hat mir jetzt halt sehr gutes Selbstvertrauen gegeben. Also da war eigentlich das Beste, was mir passieren könnte, dass mir Irina den zur Verfügung gestellt hat. Will ich an dieser Stelle auch einfach auch nochmal Danke sagen. Das war schon eine sehr coole Zeit. Also hat mich definitiv geprägt. In Aachen einzulaufen ist immer besonders, aber die Voltigierer laufen ja normalerweise beim Tio in der Albert-Wahler-Halle ein. Dann im Deutsche Bank-Stadion einzulaufen ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Und ja, das war als Deutscher beflügelnd. Also wenn ich jetzt noch drüber rede, habe ich jetzt gerade Gänsehaut. Und ich muss auch sagen, seitdem schockt dich erstmal nichts mehr. Also nach dieser EM ist erstmal keine andere Arena ist daran gekommen. Der fehlt mir schon, einfach auch, weil er so ein Charakterpferd ist. Ne? Irina hat den immer Drama Queen genannt, weil wenn die Halle nicht voll war, dann war der auch gelangweilt und hatte keinen Bock. Aber sobald dann die Halle voll war und er wusste, jetzt kommt es drauf an, dann war er auch eigentlich meistens am besten. Also umso mehr Druck, umso besser war der halt tatsächlich. Das vermisse ich natürlich schon. Ne? Dann dein nächster langjähriger Partner war dann Danny Boy. Der ist ja ziemlich plötzlich verstorben letztes Jahr. Was war da passiert? Das war, ich glaube, 2 Wochen vor dem Chio. Genau, und der hatte halt einfach einen Weideunfall und musste danach eingeschläfert werden. Das war ja schon unerwartet und ja auch schon sehr traurig. Ja. Von wem hast du das erfahren und wie ging es dir im ersten Moment? Boah, das ist jetzt krass. Ich habe das von Patty erfahren. Das ist Patrick Loser. Ne? Ja, genau. Das ist jetzt echt privat, egal. Also ich war bei Johannes Kai zu Hause, auch ein Voltigierer, und habe dem beim Umzug geholfen tatsächlich. Und dann hat mich Patty angerufen und ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Weil ich schon gemerkt habe, dass er nicht, ja, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und dann hat er von Danny angefangen und ich dachte so, ah, okay, er hat sich verletzt, wir können jetzt nicht Aachen starten. Aber es wurde eigentlich relativ schnell klar, dass das ja, deutlich schlimmer ist als nur mal ein kleiner Ausfall. Und genau, hatten wir dann halt erzählt, dass wir ihn jetzt gerade eingeschläfert haben oder einschläfern wollen. Und ja, hat gesagt, dass ich vorbeikommen soll. Ja. Um nochmal Tschüss zu sagen. Patrick Loser war ja dann sein Besitzer und auch euer Longenführer. Er hat mal gesagt, es war das beste Voltigierpferd aller Zeiten. Würdest du da mitgehen? Würde ich unterschreiben, sofort. Danny Boy war einfach extrem vielfältig. Also es gibt wenige Pferde, die tatsächlich alles können. Also meistens sind die Pferde dann spezialisiert aufs Einzel oder halt auf eine Mannschaft. Und ja, bei dem konnte man nicht sagen, ja, der war voll das Einzelpferd, der war voll das Gruppenpferd, der konnte einfach alles. Was war euer sportliches Highlight? Mit Danny Boy? Mhm. Definitiv in Tryon. Da konnte ich jetzt mit ihm zusammen zum Beispiel 3 Medaillen nach Hause nehmen für Deutschland. Einmal den Nationenpreissieg mit der Mannschaft, den er da erstmalig ausgetragen wurde im Voltigieren überhaupt. Dann die Bronzemedaille mit mir zusammen im Einzel und dann am Ende noch gekrönt mit einem Weltmeistertitel im Gruppenvoltigieren. Also der ist da mit Doppelbelastung gelaufen, als wäre es nichts für den. Das war echt, ja, einzigartig. Die größte Schwierigkeit an dem Rückwärts-Flickflack ist definitiv, dass es gegen die Bewegungsrichtung ist. Also du stehst rückwärts auf dem Pferd und normalerweise schmeißt der Schwung dich halt genau in die andere Richtung. Dann ist es nochmal der Fall, das Landen ist nicht so leicht und du siehst natürlich viel weniger. Also die Landung ist halt deutlich schwieriger, weil du weniger Platz hast. Der Hals natürlich viel dünner ist als der Rücken vom Pferd. Ich bin schon stolz auch drauf, das in Sport gebracht zu haben, um auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass sich andere auch mal was trauen und nicht immer nur die sicheren Übungen machen, die sie können, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Risiko gehen. Wenn du den nicht richtig landest, wie ich ihn landen will, dann haue ich auch jedes Mal gegen den Gurt. Das ist relativ entspannt fürs Pferd, weil das nicht so mitbekommt, aber mein Schienbein hat ja mittlerweile schon 1-2 Dellen, die da nicht hingehören.
ich mag es nicht so gerne, eine 0815-Kür zu machen, die dafür sehr sauber ist. Wenn du dann damit gewinnst, okay, ist schön, aber wenn du dann, so wie jetzt in Aachen, dann da so eine Rinde hinlegst, ist das Ganze ja einfach nochmal schöner, ne? Klasse, Junge. Jetzt habe ich ein dreckiges Gesicht. Danke. Danke. Das fische ich jetzt aber auch an dir ab. So, jetzt haben wir Tommy ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Es fehlt noch der letzte im Bunde von den Brüsewitz-Brüdern und das ist Vic, sein älterer Bruder. Und da schauen wir mal, wie ähnlich sich die zwei sind. Moin, Vic. Hi, Laura. Na? Na, alles gut? Schön, dass du hier bist. Die Verwandtschaft könnt ihr zwei nicht abstreiten, Tommy und du, oder? Nee, das stimmt. Das ist uns tatsächlich auch schon mal ein paar Mal gelungen, uns auf Blitzerfotos so ein bisschen rauszumogeln da. Wie seid ihr sonst so charakterlich? Würdest du sagen, ihr habt viele Ähnlichkeiten oder seid eher unterschiedlich? Es gibt natürlich Unterschiede, aber insgesamt verstehen wir uns auf jeden Fall für so Brüder ziemlich gut, würde ich sagen. Und beim Voltigieren, wer kann da was besser? Ja, Tommy ist sicherlich der erfolgreichere Einzelvoltigierer auf jeden Fall. Da ist er auch ein bisschen besser ausgebildet mit so gerade so Sprünge und Saltos und sowas. Dafür bin ich im Gruppenvoltigieren, ne? Ein bisschen vor ihm sozusagen. Bin ja 10, 15 Kilo schwerer oder sowas. Etwas größer. Genau. Ja, und das hilft mir natürlich dann da als Untermann die Mädels hochzudrücken. Und dein Partner ist jetzt Skywalker. Ich würde sagen, wir gehen mal zu dem, oder? Sehr gerne. Und die Gesa natürlich noch. Natürlich, die darf auch nicht fehlen. Ja. Vic, wie ist denn Skywalker so? Talentiert. Fürs Voltigieren, auf jeden Fall. Ich sage immer, er ist ein Streber. Deswegen, ich glaube, wenn er ein Mensch wäre, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht so gut befreundet. Weil ich nicht so der Streber-Typ bin. Weil er alles so schnell kapiert und schnallt und lernt. Deswegen hat er bei uns ja auch den Namen Professor. So, weil er auf uns immer so schlau vorkommt. Was hast du noch so für Ziele mit ihm zusammen? Auf jeden Fall mal die Kür, die wir jetzt geplant haben, schön hier auf den Turniersand bringen und die mal richtig schön präsentieren. Was darfst du denn schon verraten über deine neue Kür? Für die kommende Saison plane ich eher was Ruhigeres. Ein bisschen sanfter und weicher. So ein bisschen untypisch für mich wahrscheinlich. Du hast bei Ninja Warrior mitgemacht und dann hast du ja quasi den Kommentar genommen und so zusammengeschnitten in eurer Kür. Victor Brüsewitz, das ist der Voltigierer. Darf man nicht unterschätzen. Ist schon ungewöhnlich, sich selbst nachzumachen, oder? Ja, das stimmt. Hatte ich auch am Anfang ziemliche Skrupel vor, das zu machen, weil ich auch dachte, ah, dann denkt er, so, das wirkt so eingebildet und so weiter und so fort. Und dann habe ich das auch so ein paar Leute aus meinem Umfeld gefragt, ob das ein bisschen zu drüber ist und unsympathisch rüberkommt oder so weiter. Aber ich habe da irgendwie so das Feedback bekommen, dass das halt witzig ist und dass das klappt und dass man das machen kann. So. Und ich bin da auch immer mit so einem Grinsen im Gesicht reingegangen, sodass ich das halt nicht ganz ernst nehme. So, ne? Am Anfang in der Musik hat er gesagt, ja, darf man nicht unterschätzen. So. Und dann habe ich immer so ein bisschen so gezwinkert quasi, also das schon so ein bisschen runtergespielt, dass ich weiß, okay, dass das ein bisschen komisch ist. Nur meine Mutter, die hat gesagt, das kannst du nicht machen, das wirkt doch eingebildet. Was war denn bisher so euer größter Erfolg zusammen? Das wird der zweite Platz auf der deutschen Meisterschaft gewesen sein. Wer ist denn Erster geworden? Der Yannick, mein Bruder. Der ist Erster geworden, war auch okay so. Und das war eine totale Überraschung, dass ich Anfang des Jahres, hätte ich das nie gedacht, dass ich mit einem neuen Pferd ins Rennen gehe und dann am Ende steht da dann Vize-Deutscher Meister. Das ist schon, hat meine Erwartungen übertroffen. Das hat er aber trainiert wie ein Verrückter. Wo siehst du deine Stärken im Gruppenvoltigieren? Also beim Gruppenvoltigieren ist das einfach ein bisschen vorgegeben durch meine Größe und mein Gewicht, was ich da für eine Rolle einnehme, dass ich da halt der Steher quasi bin, der die Basis irgendwie bin und die Mädels dann, wobei jetzt haben wir auch einen Jungen als Obermann, hochstemme. Und ich glaube, das ist, ja doch, das kann man schon so sagen, dass das auch meine Stärke ist. Da habe ich so ein paar Übungen schon in den vergangenen Jahren gezeigt, wo ich auf jeden Fall der Erste war, der die so im Wettkampf zeigen konnte. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Jetzt könnt ihr das natürlich nicht alleine machen, sondern ihr habt noch eine Longenführerin an eurer Seite. Wie ist Gesa so? Die ist auf jeden Fall für mich auch eine Freundin. Ich bin mit der schon länger befreundet, als wir jetzt letztendlich im Circle zusammen auch arbeiten. Also ich kenne die schon länger. Ich würde sagen, sie ist ein ziemlicher Allrounder. Sie ist ja auch meine Gruppentrainerin, nicht nur Einzeltrainerin, auch Gruppentrainerin. Und managt alles drumherum weitestgehend selber. Also, keine Ahnung, sei es Choreografie, Musik, Krafttraining zum Teil. Der Pferdepart, also Pferdemanagement ist natürlich der größte Block da irgendwie. Und das alles kriegt sie unter einen Hut. Jetzt steht der Voltigiersport ab und zu mal in der Kritik und dann wird immer behauptet, dass die Pferde nur im Kreis laufen würden und dass sie zu eng ausgebunden sind. Wie denkst du darüber? Naja, also jetzt beim Einzelvoltigieren geht der Wettkampf eine Minute lang und ich glaube, das kann man so einem gut trainierten Pferd schon zumuten, eine Minute lang auch im Zirkel zu galoppieren. Den Rest der Woche werden die ganz normal bewegt, wie andere Reitpferde auch. Gehen auf die Wiese und stehen auf dem Paddock und hast du nicht gesehen. Aber ich kann dir noch wen empfehlen, der da noch viel besser drüber Bescheid weiß. Ich würde sagen, gehen wir mal zu Gesa, oder? Das ist eine gute Idee. Hey Gesa. Hallo. Was ist denn deine Aufgabe beim Voltigieren? Ja, wir nennen Longenführer sind immer das Bodenpersonal. Wir kümmern uns um die Pferde. Wir versuchen, eine perfekte Bühne zu schaffen, dass die Voltigierer ihre Leistung abrufen können. Und dafür ist eben wichtig, dass die Pferde gut ausgebildet werden und total vorbereitet sind und auch gehegt und gepflegt werden. Das sind einfach wichtige Partner für uns. Skywalk habt ihr auch selber ausgebildet? Ja. Wie macht ihr das? Wie kann ich mir das vorstellen, dass sie auch, die sind ja total entspannt auch am Ende, wenn da 5000 Zuschauer sind und denen zujubeln? Es sind natürlich bestimmte Charaktere, die sich zum Voltigieren auch eignen. Verschmust sein müssen sie. Wir probieren sie aus, ob sie sich das Voltigieren gerade auf der Gruppe gefallen lassen. Und dann werden sie hauptsächlich dressurmäßig gearbeitet. Das Wichtigste ist eine gleichmäßige Galoppade und dass die Pferde im Gleichgewicht sind. Das ist für die Voltigierer das Wichtigste. Wie kannst du dann am besten auf Skywalker einwirken? Also in der Prüfung habe ich ja meine Stimme nur wenig, die Musik ist an, da hören die Pferde mich nicht so gut. Ich habe die Longe und die Peitsche und unsere Pferde sind sehr sensibel auf diese Peitschenhilfen eingestellt. Das ist eben unser treibender Schenkel und wir versuchen immer wieder die Pferde eben vor die Hilfen zu kriegen und nach, dass sie gleichmäßig an den Ausbinder ranspringen. Das ist eigentlich das Gleiche wie beim Reiten, nur dass wir ein bisschen weiter wegstehen. Was macht dir am meisten Spaß an deinem Job, nenne ich es mal? Die Pferde sind total unterschiedlich. Wir haben ganz viele unterschiedliche Charaktere. Wir können einfach auf jedes Pferd so speziell eingehen und das bringt schon Spaß. Man muss sie eben kennenlernen und rausfinden, was ihnen gut tut. Und bei ihm, worauf hat er am meisten Lust? Am meisten Lust hat er eigentlich auf Weide, glaube ich. Aber ansonsten mag er gerne so draußen auf dem großen Platz durch die Pfützen galoppieren. Das mag er sehr gerne. Wälzen mag er auch sehr gerne. Und fressen. Aber das Voltigieren fällt ihm leicht, muss man sagen. Er war von Anfang an sehr lernwillig und hat sehr schnell auch gelernt. Und er ist ausgesprochen gut im Gleichgewicht. Also ich würde sagen, er fühlt sich auf jeden Fall wohl, oder? Ja, er fühlt sich sehr wohl. Er ist auch nicht zu gerne sauber. Unsere Pferde haben alle einen speziellen Trainingsplan. Die gehen nur zweimal in der Woche überhaupt am Kreis, also an der Longe. Und in dieser einen Stunde, die sie bei uns am Voltigiertraining sind, sind sie ja 20 Minuten beim Ablongieren mit Dreieckszügeln. Genauso wie beim Reiten auch so eine Aufwärmphase. Und dann machen wir haben extra eine Stoppuhr hier stehen, die Pferde maximal drei Galopprunden. Und die sind auch dann nur 4 Minuten lang höchstens. Also sie kommen in einer Stunde höchstens auf 12 Minuten Galopp im Kreis mit Ausbindern. Und jedes Mal in den Pausen dazwischen werden Ausbinder rausgenommen, die gehen mit einem langen Halsschritt auch rechts rum, deutlich oft rechts rum. Und der Gurt wird gelöst, also es ist wirklich eine Entspannungsphase. Die Arbeitsphasen sind relativ kurz für die Pferde. Was würdest du sagen, ist Vicks Stärke da oben drauf? Er kann sich sehr schön auf das Pferd einstellen. Er hat dieses Pferd ja alleine ausgebildet, da war noch nie ein anderer Voltigierer drauf. Also alles, was das Pferd kann, hat er von Viktor gelernt und das ist schon besonders. Wir sind ein gutes Team geworden. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Gesa, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe viel über das Voltigieren gelernt. Und wie ihr sehen könnt, in der nächsten Folge, da wird's laut und bunt. Seid gespannt!